Herzlich willkommen zurück, liebe RPG-Maker-Freunde, zu einem weiteren Part Terracumulus. Wir haben gerade dieses, ich sag mal Labyrinth hinter uns gelassen, dieses Gebirge. Und ja, genau, wie Fjur sagt, ich will immer Flur sagen, wie Fjur sagt, wir sind wirklich an diesem Erdrutsch vorbeigekommen. Also wir haben jetzt quasi genau eine Map, zwei Maps sind es gewesen. Wir sind aus der Stadt raus, dann war eine Map, in der es direkt angefangen hat zu regnen, und dann war es diese Map, die direkt, wo direkt die Blockade war. Ich bin gespannt, wie weit wir jetzt noch gehen müssen, um bei der nächsten Stadt anzukommen. Die Namen habe ich mir jetzt natürlich nicht gemerkt, aber gucken wir mal. Es war auf jeden Fall sehr spaßig. Ich habe doch gesagt, das wird alles gut ausgehen. Ich frage mich nur, wie lange es dauern wird, bis das weggeräumt wird. Es ist eine der wichtigsten Straßen im Königreich. Ich glaube, das wird nicht zu lange auf sich warten lassen. Oh, wie sie guckt. Ich gehe auch davon aus, wir gehen in die andere Stadt, rasten, da sind wir schon. Also, die reale Entfernung der beiden Städte zueinander ist halt aber witzig. Oh, wir können direkt klopfen. Ja? Entschuldigung, aber wir möchten in die Stadt. Einen Moment. Oh, Alter, wie serious sieht er denn aus? Diese Augenbrauen, Leute. Was wollt ihr in der Stadt? Wir sind hier, weil wir mit Einlass in die Stadt... Oh, hier zu schnell. Der Handelsposten... Oh, ich kann es nicht lesen. Bereits große Anstrengungen. Ja, okay, gut. Ich drücke keinen Knopf. Der läuft einfach alleine durch. Leider viel zu schnell. Das Tor ist offen, Ma'am. Wegtreten. Ich weiß nicht, was gerade los war, aber das war super. Sowas ist nicht cool. Also wenn die Charaktere sich gegenseitig... Ein Ork. Wenn die Charaktere sich gegenseitig ins Wort fallen, finde ich es funny. Aber wenn man dadurch ganze Dialoge nicht mitbekommt, weil es so schnell geht, ist das nicht cool. Meinst du, ihr habt nichts da drin? Ihr nichts zu suchen dort habt? Ach du Scheiße. Ich darf nicht in Stadt, deshalb bleibe ich hier und angel Fische. Fische beißen gut bei Regen an. Okay, tun sie das? Na dann. Viel Fun. Gönn dir Fisch. Neuer Ort gefunden. Aradia. Wer bist denn du, das blaue Haare? Wenn ihr Schutz vor den Regen sucht, versucht es weiter nördlich. Die Rast zum Zentrum hat sicher auch bei dem Wetter geöffnet. Hallo. Dieser Regen ist so kalt wie meine Seele. Innerlich sind wir doch alle Kadaver, die vor sich her existieren. Ach, dir ist so. Na dann, wenn dir so ist. Mein letzter Besuch hier ist lange her. Woher weißt du das? Ich war einmal da. Hä? Mein letzter Besuch ist lange her. Woher weißt du das? Ja, ich war einmal da. Da fehlt bestimmt auch wieder irgendwas. Oh, da glitzert was. Morgenflamme gefunden. Und das ist ein Wandregal mit drei Flaschen drauf, was einfach so hier am Teppich klebt. Soll wahrscheinlich hier in dem Fall ein kleiner Tisch sein, aber ich glaube, das ist eher so eine Wandregal-Grafik. Also benutze ich die Dinger zumindest immer. So, die Rast zum Zentrum. Wo könnte das sein? Ich muss mal kurz hier mein Support-Programm starten, damit ich rennen kann. Damit bei meinem Controller... Ah, jetzt wird bei meinem Controller die Schultertaste gleich Shift ist. So, also ich gehe mal davon aus, wir sollen wirklich weiter in den Norden, wie sie gesagt hat. Die Wächterin. Ist vielleicht ein bisschen zu weit nördlich? Das Betreten des Schlosses ist einfachen Bürgern nur zu festen Zeiten gestattet. Aber wir bringen eine wichtige Nachricht. Der Handelsposten am Großen Kreuz wird von Monstern angegriffen. Wir brauchen dringend Hilfe. Orkangriff ist nicht Neues. Wartet im Gasthaus am Marktplatz und Am Marktplatz. Wir werden uns melden, sobald wir mit Kasparus gesprochen haben. Aber wir reden nicht von Orks. Wir reden von Windschlangen. Kid? Windschlangen? Macht euch nicht lächerlich. Windschlangen leben am Rand der Welt. Erzählt jemand anderem eure Märchen. Märchen? Denkt ihr, wir reisen bei dem Unwetter den ganzen Weg, um euch Märchen zu erzählen? Die Frage ist doch, könnt ihr es euch leisten, uns Zutritt zu verwehren, sollten wir die Wahrheit sprechen? Ja,
Nun gut, ich werde euch zu Kasparus begleiten. Folgt mir. Er tut mir leid, aber das Gesicht, ey, kann nur lispeln. So. Okay, das klingt ein little creepy. Wartet hier. Ich hasse warten. Egal wo man ist, am Hofe heißt es immer warten. Du hattest schon bei mehr als einem König eine Audienz? Sowas in der Art. Das ging ja fix. Kasparos empfängt euch nun. Folgt mir. Wow. Kasparos, die Fremden, die euch sehen wollten. Danke, du kannst nun gehen. Oh, dieses epische Facet. Setzt euch. Zuck, zuck, zuck. Ihr seid also hier, weil ihr mir von einem Monsterangriff berichten wollt. Sehe ich das richtig? Das stimmt, aber die eigentliche Situation ist wesentlich schlimmer. Das Dorf Eislin ist verschwunden. Es ist einfach weg. Und dort, wo es stand, ist nichts mehr als ein bodenloses Loch übrig geblieben. Meine Männer und ich sollten das Verschwinden bestätigen. Doch als wir das, was von Eislin noch übrig war, erreichten, griff uns eine Windschlange an. Ich weiß, es klingt erfunden, aber es ist wirklich so geschehen, Kasparos. Was ich nicht raffe, ist das jetzt der König? Weil die Wächter haben doch gesagt, ja, wir lassen hier nur zu festen Zeiten die Leute zum König. Und jetzt sagen sie, ja, ich lasse euch zu Kasparos. So wie das da aussieht, ist das nicht der König, sondern irgendein Colonel. Aber der wird überhaupt nicht vorgestellt. Das ist einfach nur, ja, ich bringe euch zu Kasparos. Und was ist eure Rolle bei der ganzen Angelegenheit? Unsere? Wir leben in der Nähe und sind zur Hilfe geeilt, als wir hörten, was passiert war. Gibt es sonst noch etwas, was ihr mir sagen wollt? Keine weiteren Details, egal wie winzig? Nein. Reicht es nicht aus, dass ein riesiges Loch in der Erde klafft? Und der Elf? Ich bin kein Elf. Ich bin Onairo, Teil von Onairo, des Traums, und bin auf der Suche nach starken Seelen. Niemand hat dich das gefragt. Es ist also doch wahr. Ich hatte gehofft, es wäre nur ein Gerücht. Ihr glaubt uns? Versteht mich nicht falsch, eure Geschichte klingt nach absolutem Müll. Aber mir sind Gerüchte zu Ohren gekommen. Gerüchte über ein Monster, das ganze Landstriche frisst, und einen Mann, der es lenken kann. Es heißt, der Mann lebe in einer fliegenden Festung, damit ihm das Monster im Fall der Fälle nichts anhaben kann. Sind wir nicht auf einer fliegenden Insel? Ist es nicht vollkommen egal, ob der auf einer fliegenden Festung ist? Wärt ihr bereit, mir einen Gefallen zu erweisen? Jenseits des Parvel liegt das Dorf Estiva. Dort hält sich ein Mann namens Litis auf. Er ist ein... sagen wir ein Träumer, der sich selber als Entdecker bezeichnet. Aber er gilt als Experte in der Entwicklung von Flugapparaten. Wenn jemand etwas über diese fliegende Festung wissen kann, dann er. Ich werde das Gefühl nicht los, dass auch diese Gerüchte sich als wahr entpuppen werden. In der Zwischenzeit werde ich einige Soldaten gen Süden schicken. Sind wir im Geschäft? Oh nein, ich traue dem Ganzen nicht. Der führt irgendwas im Schilde. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber wir müssen ein Unglück verhindern, wo wir nur können. Und wenn wir so helfen können, dann sollten wir das auch machen. Ich stimme Onairo zu. Und was ist mit deiner Suche nach starken Seelen? Ich habe ein gutes Gefühl dabei, nach Estiva zu reisen. Wenn das so ist, dann steht uns natürlich nichts mehr im Weg. Dann ist es entschieden. Wir helfen euch, diesen Litis zu finden. Ausgezeichnet. Hier, nimm dies. Bevollmächtigung erhalten. Was ist das? Ein Pergament? Ein Schlüssel? Ah, dieses Schreiben erlaubt es euch, mit einem Schiff den Parvel zu überqueren. Zeigt ihn einfach vor und ihr dürft an Bord. Mit einem Schiff? Kasparus, bitte, es gibt doch sicher einen anderen Weg. Das Schiff ist am schnellsten. Ich dachte, ihr habt es eilig. Genau, also los, lasst uns aufbrechen. Auf nach Estiva. Viel Glück, Tuja. Ich wünsche dir nur das Beste für deine Reise. Ich weiß. Oh, sie ist so putzig. Sie zieht die ganze Zeit so eine Schnute. So ein Kanntest du diesen Kasparus, Tuja? Es schien so, als ob ihr euch schon mal getroffen hättet. Ich musste mich damals bei ihm melden, als ich von daheim hergekommen bin. Ah, und da ist auch nichts weiteres zwischen euch? Nein. Themawechsel. Der Regen ist endlich weg und die Sonne scheint. Da können wir auch gleich eine gute Idee... Da kommt auch gleich eine gute Idee für dieses Wetter. Bevor wir auf das Schiff gehen, sollten wir uns erst in meiner Stadt umsehen. Meine Achse ist schon schartig. Vielleicht wird es Zeit für eine neue.
Einkaufen klingt nicht schlecht. Und mit dieser Vollmacht bekommen wir so oder so ein Schiff. Alright. Gucken wir mal, wo wir reinkommen. Mir graut's davor, mit diesen Leuten zu reden. Wart ihr schon einmal im Hafen? Das Handelskonto dort wird von zwei Schwestern geführt, Sandy und Mandy. Weil ihr Bruder Andy gerade nicht da ist. Nicht nur, dass sie fast gleich heißen, sie sehen auch noch gleich aus. Und den Sinn für Geld haben auch beide gleichermaßen. Aber irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass etwas mit ihrem Laden nicht stimmt. Okay. Bist du ein Händler? Sonnenschein, es gibt es Schöneres als ein Picknick bei Sonnenschein. Das sieht voll schräg aus. Okay. Hier ist ein Inn. Achso, da hätten wir bestimmt reingekonnt. Aber hier ist eine Münze drauf. Vielleicht gibt es hier Geld zu kaufen. Hello. Mein Name ist Kalia. Ich habe mich auf den Ankauf von Waren spezialisiert und den Weiterverkauf davon. Wenn ihr also etwas verkaufen wollt, seid ihr bei mir an der richtigen Adresse. Was kann ich für euch tun? Wir können bei ihr halt auch was kaufen. Oh, sorry. Das finde ich jetzt so richtig schön schräg. So, was können wir? Wollen wir denn was verkaufen? Hier, das simple Schwert. Weg. Die graue Robe. Weg. Ziele. Wir können Ziele verkaufen. Krass. Naja. Kurzzeitig Feuerresistenz erholt. Nee, ich glaube, das möchte ich alles behalten. Ich überlege, ob ich den Säbel kaufe. Okay, ich habe Harping gekauft. Denkt an mich, wenn ihr wieder in der Stadt seid. Nee, nicht du. Du bist da. Oh. Säbel. Gib mir nämlich auch das Geschick wieder zurück. Und dann können wir den schartigen Zweihänder auch verkaufen. Und den angerosteten Zweihänder. Ja, ja, bla, bla, bla. Aber das finde ich cool. Das finde ich konsequent. Und da unten ist jetzt der Schmidt. Der hat bestimmt viel bessere Waffen. Wir schauen mal. Das Bier bei dir auf dem Tresen stehen. Oh mein Gott. Ich verkaufe nur die besten Waffen und Rüstung. Fest an den Stamm, das sind Schmieden der Zwerge. Aber alles ist von der besten Qualität im Königreich. Dreht euch nur um. Oh Gott. Hier hätte man auch einen Säbel kaufen können. Und auch den Zweihänder. Und nochmal einen richtigen Zweihänder. Dammit. Messer. Dolch. Ich ahne, wir kriegen als nächstes irgendeinen Schurken. Axt. Streitaxt. Okay. Oh, Stahlplatten. Oh, hier werden wir Geld los, ich sag's euch. Okay, wir kaufen den Zweihänder. Wir kaufen die Streitaxt. Wie viele Stahlplatten können wir uns kaufen? Eine. Also mach doch geschickt minus zwei. Da sollte man ein bisschen aufpassen. Okay, das ist aber konsequent. Ja, lieber den Helm. Und hier gibt's auch ein Schild. Wir machen das so. Ist jetzt zwar ein bisschen dumm gewesen von mir. Oh, du kannst kein Schild tragen? Das ist ja schlecht. Ja, es ist halt die Nummer, ne? Gehen wir mal lieber hier runter und geben dir das Holzschild und... Ach ja. La 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 la. Hier kann ich wieder nichts verkaufen. Ah! Warte mal gucken, das ist wirklich ein Holzschild und also ein Eisenhelm würde ich ganz gerne noch kaufen. Aber wir müssen jetzt erstmal wieder zu der anderen Tante, wo wir etwas verkaufen können. X. Oh, da ist auch noch ein Shop. Egal, wir gehen erstmal hier. Und dann geben wir Onairo lieber das Schild. Okay. Kriegen wir immerhin ordentlich Knete wieder zurück. Das ist schon mal gut. Dann kaufen wir ihm jetzt auch noch einen Helm. Husch, husch. Komm schon. Ja, la, 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 la. Oder kaufen wir ihm die Stahlplatte? Der Helm gibt nur eins. Da würde ich vorher noch mal kurz... Nee. Wir machen das schon so. Das ist schon richtig. Genau, wir gehen dann nämlich nochmal in den anderen Shop. Weil ich denke mal hier, Flur braucht auch nochmal irgendwie ein bisschen was. Und Sachen, die Flur benutzen kann, die finden wir meistens hier. Hellas. Finden wir wirklich was Gutes?
Ich liebe es hier zu stöbern. Man findet die unglaublichsten Dinge in diesem Laden. Kennt ihr zum Beispiel die magischen Glöckchen? Ihr Klingeln weckt Schlafen in der Nähe auf. Ich habe mir direkt ein paar gekauft und vor die Haustür geklemmt. Bin ich vor Einbrechern sicher. Wirst aber jedes Mal wach, wenn es windig ist. So. Willkommen in Markus' Allerei. Ich habe alles, was ihr braucht. Und was ich nicht habe, braucht ihr nicht. Der ist ja cool drauf. So. Ach, das ist ja... Der Geruch vertreibt Feinde. Senkt für kurze Zeit die Kampfrate. Aha. Entfernt Verstummung. Entfernt Rauchspuren und Blindheit. Ah, sowas braucht man eigentlich immer mal. Heiltränke haben wir noch. Rum haben wir auch noch. Gut, dann kaufe ich hiervon mal 5. Ah, damn it. Und davon 1. Okay. Ja, ich hätte gerne mehr gekauft, aber ist jetzt halt so. Auf nach Osten zum Schiff. Da glitzert was. Glitzer, glitzer. Huch. Magisches Glöckchen gefunden. Ah ja. Ich hörte, damit kann man Schlafende wecken. Und es geht hier. Oh, wir gehen noch direkt rein. Hallo, bist du Sandy, Andy oder Mandy? Guten Tag, ich bin Sandy. Willkommen in der Handelsgesellschaft S&M. Klar. Leider sind im Moment keine Geschäftszeiten. Ich muss Sie daher bitten, zu einem anderen Zeitpunkt wiederherzukommen. Ja. Tut mir echt leid. Ich wollte unbedingt was in den S&M-Laden kaufen. Unverdächtiger Zwerg. Geil. Das ist genau mein Humor. Da steht er tatsächlich, unverdächtiger Zwerg. Weil ich finde, der sieht sowas von verdächtig aus. Aber er gibt sich richtig Mühe, unverdächtig zu sein. Also heißt er auch so. Das ist sehr cool. Mehr passiert auch nicht. Okay. Oh, da glitzert was. Glitzer, glitzer. Gegengift gefunden. Das würde ich ja nicht trinken. Ja, das sieht aus wie... Oh, Glitzer. Koralle gefunden. Koralle. Endlose Weiten. Was wohl am anderen Ende wartet? Oh, du siehst heftig aus. Oh Gott. Voll gerne. Man kann man nicht mal ungestört seiner Arbeit nachgehen, ohne von irgendjemand angesprochen zu werden. Entschuldigung, sah es nicht so aus, als würdest du arbeiten. Und ich bin da Profi drin. Ich weiß, wie jemand aussieht, der nicht arbeitet. So. Hello. Dies ist die Gischtglanz, gehört... Das ist die Gischtglanz. Gehört auch zum ganzen... Was? Gehört er auch zu den ganzen Händlern? Könnt schwören, ihr seid keine. Seht nicht so aus wie welche. Wir sind keine Händler, wir sind eigentlich? Einfache Reisende, nicht mehr, nicht weniger. Wir sind Reisende, unser Ziel ist Esteva. Fährt dieses Schiff dorthin? Selbst wenn, Jungchen, das geht dich das an. Wenn das Schiff bis nach Esteva fährt, wollen wir mitkommen. So, mir Latte. Der Captain meint, wir sind schon voll mit der Ladung. Außerdem setzen wir jeden Moment ab, meint er. Aber wir haben eine Erlaubnis, mit jedem Boot zu fahren. Was? Zeig ihm den Zettel, Onairo. Heilige Scheiße, das ist das königliche Siegel. Mann, muss der ausgerechnet jetzt kommen? Ich hoffe, ihr habt alles gepackt. Wenn nett, solltet ihr euch beeilen. Seid ihr bereit? Na klar, hat kein Loschen. Na dann mal los. Folgt mir. Haben wir ja Schwein gehabt. Die werden ja fast ohne uns abgezischt. Seht die Planke ein. Oh. Schnieke. Volle Fahrt voraus. Wartet. Das Schmier ist ein unverdächtiger Zwerg. Verdammt. Tuja, warte. Tuja, hör mir doch wenigstens zu. Lass uns wie Erwachsene reden. Tuja! Tuja sieht nicht aus wie erwachsen. Habt ihr das auch gehört? Nein. Ich meine, was genau meinst du? Ich meine, da hat dich jemand gerufen. Mich? Wer sollte mich denn rufen? Das bildest du dir nur ein. Ich meine auch, deinen Namen gehört zu haben. Selbst wenn, ist eh schon zu spät. Lass uns lieber den Captain suchen und uns ihm vorstellen. Nicht, dass wir als blinde Passagiere in den Pavel geworfen werden. Jetzt heißt es Pavel. Ich kann nicht schwimmen, wisst ihr? Lölz. Hier liegt ein Teppich auf dem... Was ist das für ein merkwürdig geschnittener Teppich? Oh. Begehbare Speere. Hier ist ein Schrank umgefallen.
Wer bist denn du? Die frische Luft ist ein wahrer Segen im Vergleich zur Stadtluft. Auch wenn sich die Priesterinnen viel Mühe geben, wo gearbeitet wird, da leidet die Luft. Wie, was, die Priesterinnen geben sich viel Mühe? Reinigen die Luft oder was? Wenn er gaffen wollt, dann macht's woanders, hier wird gearbeitet. Stört mir jetzt nicht, ich mach grad Bestandsaufnahme. So viele Lebensmittel für so ein kleines Örtchen, das kommt mir wie eine Verschwendung vor. Ich werde sehr leicht seekrank. Daher hat mir meine Frau ein paar Schieberätsel gegeben, damit ich mich ablenken kann. Aber irgendwie habe ich den Dreh nicht raus. Wie wär's, willst du mal versuchen? Klar, zeig mal her. Ach du meine Fresse. Ja, ich hab's verstanden. Ja. Das ist ja wohl ziemlich eindeutig. Oh Gott, ich weiß noch nicht mal, was das sein soll. Oh Gott, dann sind auch noch so viele Teile. Hä? Jetzt habe ich da gerade zwei Teile mit... Okay, auch hier ist die Steuerung ein bisschen... Ja. Ein bisschen unlucky. Weil ich mit einem Knopfdruck hier offensichtlich schon mehrere verschiebe. Oh, das macht es gerade echt schwierig. Oh Gott. Ja, ist gut. Oh Gott, nee, jetzt kannst du vergessen. Also das ist ja mega ätzend. Also ich habe schon grob erkannt, es sah irgendwie jemand aus wie so ein Robenträger. Sorge dafür, dass meine Ware sich an ihr Ziel kommt. Ja, toll. Aber wenn du mehrere Blöcke mit einmal bewegst, ist so toll nicht. Oh, schick. Ewige Flamme zittert und brennt das Schiff nicht an. So. Das ist ein cooles, großes Schiff. Ist cool gemacht. Muss man sagen. Oh, da glitzert was. 75 Gold. Ich will nochmal zurück zur Stadt und einen Helm kaufen. Meine Frau in der Radia ist immer besorgt, wenn ich wegfahre. Meine Freundin Estevar ist auch der Meinung. Sie macht sich viel zu viele Sorgen. Mann, so ein Matrosenleben ist schon ein einfacher, sag ich dir. Ich sag's dir. Was hast du da? Ach, der Arme macht Hanteltraining. Wer sonst nichts zu tun hätte. Ahoi. Ihr seid der Captain des Schiffes? Jo, der bin ich. Captain Ursamarin und ihm. Oh. Und ihr? Wer seid ihr? Mein Name ist Sonairo und das ist Flur und Tuya. Wir sind hier auf königlichen Befehl hier und wollten uns ankündigen. Normalerweise kündige ich die Leute rechtzeitig an, bevor sie fremde Schiffe besteigen. Könnt ihr noch beweisen, was ihr sagt, oder soll ich euch direkt über Bord werfen? Natürlich können wir das. Hier, in diesem Schreiben steht alles erklärt. Kasparus, nicht einmal kann er sich zurückhalten, dieser. Entschuldigung, ich wollte nicht wütend werden, aber einmal möchte ich diesen Hafen verlassen, ohne dass sich dieser Typ einmischt. Also ist alles in Ordnung? Nichts ist in Ordnung, die Überfahrt dauert 2 Tage und ich habe nicht genug Betten für 3 weitere Personen. Für 2 würde es reichen, aber 3, ich fürchte, ihr müsst euch da selber eine Lösung ausdenken. Ihr könnt euch ein Bett basteln, das müsstet ihr aber bei den Matrosen unterbringen. Wenn ihr dafür Werkzeuge braucht, die sind oben in einer Kiste beim vorderen Mast. Meinen Gästen kann ich keine weiteren Leute ins Zimmer zumuten, dafür haben die nicht gezahlt. Moment, davon steht nichts im Schreiben drin. Natürlich nicht, woher sollte der Kasparus das auch wissen? Stimmt, da steht nirgends so etwas darüber drin, wie ich euch transportiere. Soll ich euch in ein Fass stecken? Ich habe schon verstanden. Na, dann ist ja alles gut, dann die Arbeit mit euch. Ich mag unseren Captain nicht. Hätte er uns nicht einen seiner Matrosen als Hilfe geben können? Da kann man nichts machen. Dann bauen wir schnell ein Bett. Wer von euch hat das schon mal gemacht? Nein. Nö. Ah, ist irgendwie doof. Und was mit diesem... Mit deinem Hausviewer? Hast du es nicht selber gemacht? Natürlich nicht. Ich habe es schon so gefunden und bezogen. Ich glaube, es gehörte mal dem Priester des Waldschreins, aber es ist nie jemand gekommen und hat Anspruch darauf erhoben. Ach komm schon, Aero, wie schwer kann das schon sein? Ein bisschen Holz, etwas Weiches zum Draufliegen und eine Decke. Solange wir nicht den Boden aufschneiden, sollten wir genug Holz auf dem Schiff haben. Hier sind überall Kisten. Ich wette, wenn wir alle Schränke durchsuchen, finden wir sogar ein paar Decken. Ich mache mir auch weniger Sorgen um die Materialien, eher um unsere handwerklichen Fähigkeiten. Dann holen wir uns einfach Hilfe. Irgendjemand hier wird schon genug Zeit zum Totschlagen haben, um uns zu helfen. Tuya hat recht, wir finden schon jemanden. Ja, ist doch gut, jetzt lassen Sie das Bett basteln. Dafür 2 Tage. Einfach ein paar Decken auf dem Boden, das geht auch klar. So, an irgendeinem Mast finden Werkzeuge. Wie gesagt, der vordere. Welcher ist denn jetzt der vordere? Soll der hier sein? Hier ist das Werkzeug drin, ganz wie der Captain gesagt hat. So, und jetzt untersuchen wir alles.
Finger weg. Finger weg. Okay, was ist hier? Wenn wir hier noch mehr Holz abbrechen, glaube ich nicht, dass der Captain uns lebend das Schiff verlassen lässt. So. Also ich klicke jetzt einfach alles an. Die Kiste ist schön groß, aber sie ist randvoll befüllt. Besser lassen wir sie in Ruhe. Ein Bett aus Stein. Großartige Idee, Nairo. Manchmal übertriffst du dich selber. Ach, das sind Steine. Okay, wozu transportiert man Steine? Diese Kiste ist ziemlich massiv. Ist sie auch leer? Ich bezweifle, dass sich die Matrosen hier freuen würden, wenn wir den Inhalt über Deck verteilen. Ja, ja, damit haben wir unser Holz. Holzkiste erhalten. Jetzt wollen wir nur noch decken, ja? Die Kiste ist schön und groß, aber sie ist randvoll befüllt. Hier sind ja lauter Würmer drin. Angelköder, denke ich mal. Rumgefunden. Oh, cool. Es lohnt sich also auch, nicht glitzernde Bereiche zu untersuchen. Also haben wir brauchen nur Werkzeug, Holz und Decke wahrscheinlich. Und was Weiches zum Draufliegen. Oh, hier ist auch noch jemand. Hello. Mein Mann ist immer so leicht seekrank. Damit er das vergisst, habe ich ihm ein paar Rätselplatten gegeben. Jetzt sitzt er nur an Deck und löst diese Rätsel und hat keine Zeit mehr für mich. Oh, mein Gott. Geh halt hin und helf ihm. Decken, perfekt. Jetzt müssen wir nicht frieren. Oh, die stinken aber ganz schön. Wenn wir die nehmen, dann schlafe ich nicht in dem Bett. Dann halt, tu ja. Was? Decke und Kissen erhalten. Also reicht das jetzt schon? Wir brauchen ja noch was Weiches zum draufliegen, ne? Fange ich denn überhaupt an, das zu bauen? Ich kann ja mal gucken. Oh, wir haben ja hier Quests. Genau, sucht Werkzeug, Holz, Kissen und eine Unterlage, um dein Bett zu bauen. Jetzt habe ich halt Kissen und Decke gefunden. Aber ich gehe mal davon aus, ich brauche immer noch eine Unterlage. Hier an der gestapelten schon dran. Ja, aber mich nicht dicht. Oh, was habe ich denn noch nicht untersucht? Captains Büro. Hm, er kehrt auch nicht. Hm, hier gibt's nichts. Hier noch irgendeine Unterlage. Naja, die Angelköder. Suchen gerade etwas, wir könntest uns irgendwie helfen. Ein Bett? Warum nicht? Ich habe gerade nichts zu tun. Hast du schon Material dafür gesammelt? Uns fehlt noch was zum Drauflegen. Nur auf Holz will ich nicht schlafen. Ja, irgendwie Stroh oder irgendwas. Ich probier's mal mit der Tastatur. Ja. Verschiebt mein Feld in ein angenehmes freies Feld. Das Bett richtig. Und das freie Feld in der rechten Ecke habt ihr das Rätsel geschafft. Das verhakt. Dann habe ich es geölt. Jetzt rutscht es manchmal zu gut. Ach so. Ach so, deswegen, okay. Das ist natürlich auch funny, dass man sich das einfach höhenredet, sag ich mal. Indem man sagt, oh, ich habe das geölt, jetzt rutscht es ein bisschen zu gut. So, ich muss das. Nee. Oh Gott, das sind echt viele Teile. Also ich mag ja so eine Rätsel in der Regel ganz gerne, aber. So, das gehört irgendwie zusammen. Ah, das ist ein Helm, glaube ich. Könnte das so passen? Das Dumme ist halt, wenn man noch nicht mal weiß, was es wirklich darstellen soll. Nämlich das Problem, dass man denn im Nachgang vielleicht mal viele Sachen nochmal machen muss, weil man nicht weiß, weil man dann erst feststellt, ah, so soll es aussehen, also hätte ich das doch ganz anders machen müssen von Anfang an. Oh Gott, ist das schlimm. So.
So. Ich hoffe, dass das so in die richtige Richtung geht. Ich weiß aber jetzt nicht, was hier in den in das Feld rein soll. Da bin ich noch ein bisschen unschlüssig. Auf jeden Fall glaube ich, dass das hier ganz unten hingehört. Ich weiß noch nicht, was das hier für Teile sind. Ich habe echt keine Ahnung. Also das hier gehört auf jeden Fall zusammen. Aber ich... Vielleicht doch eine Etage tiefer? Ey, nee, tut mir leid. Ich habe keine Ahnung, wie es am Ende aussehen soll. Ich glaube, da würde ich jetzt nur Stunden dran verbringen an dem Ding. So, wir suchen immer noch. Ist was zum Unterlegen? Oh, wenn das Bett ist. Dann such mal schön einen anderen Ort. Ich muss hier aufpassen, dass mir keiner meine Kisten klaut. Okay. Zum drauflegen. Ich habe gefühlt schon mit allem interagiert. Ah, oh. Ja, ich habe genug hier zu schaffen, sieht leider aus. Wenn der Gaffenwart macht es so, hier wird gearbeitet. Naja. Aber ernsthaft. Jetzt kann ich hier auch nicht mehr rauf. Sehe ich aus wie ein Fakir? Keine Ahnung, was ist ein Fakir? So, ich habe gefühlt mit allem interagiert. Hier ist ja nichts, wie gesagt. Das nervt mich. Das ist so ein belangloser Abschnitt. Das ist jetzt eine Zeitstreckung, gegen nichts einzuwenden ist. Es ist halt so unnötig. Und da steckt jetzt kein großer Gag hinter. Irgendwo ist ein Spot. Oh, Moment, ich weiß was. Okay, ich hätte jetzt auf die Vorhänge getippt. Irgendwo ist ein Spot, den ich finden muss, um irgendwie eine Decke oder Stroh oder irgendwas zum Draufliegen zu bekommen. Und ich finde den halt nicht. Und das ist jetzt halt mehr als langweilig. Wenn ich das Schiff jetzt schon 5-6 Mal abgeklappert bin. Denn ja schon bitte nicht sagen, wir sind kalt. Und das kann man schöner gestalten. Und es ist wie gesagt sowas Uninteressantes, wie wir bauen mal kurz ein Bett für die Überfahrt. Ich hätte noch eine Idee. Ja, noch eine Idee. Und zwar, ich weiß nicht, ob das hilft. Wenn wir jetzt hier, Stroh eingeben. Vielleicht. Aber weil ich davon ausgehe, dass wir Stroh suchen. Oder einfach Bett. Ich hätte einfach Bett eingeben können. Nee, ich bleib erstmal hierbei. Ist irgendwo. Obwohl, eigentlich geht es ja nur darum, dass blau leuchtende Sachen dann noch mehr bringen, ne? Ich habe keine Ahnung.
wo ich hier jetzt eine Unterlage finde. Gefühlt schon alles fünfmal angeklickt. Geht's hier im Uhrzeigersinn alles durch. Die sehen weich aus. Aber die sind mit mir gefüllt. Lebensmittel sollten nicht auf diese Weise verschwendet werden. Na, Mist. Der Witz ist, es hat er auch nur von vorne gesagt. Nochmal gucken, ob ich noch so einen Stapel finde. Ich glaube, unten war noch so ein Stapel. Nicht, dass ich den auch nur von der Seite angeklickt habe und die ganze Zeit von unten hätte anklicken müssen. Hier links ist so ein Ding. Oder sagen sie gar nichts zu? Ich gehe auch nicht davon aus, dass wir dem Captain etwas wegnehmen. So. Aber da komme ich halt nur von der Seite ran. Das geht nicht anders. Willst du mal da weggehen? Uff, das nervt mich, ja. Völlig ratlos. Völlig ratlos. Ja, keine Idee. Ich werde jetzt hier speichern. Und irgendwie was versuchen. Ich mache jetzt hier einen Cut. Und mache dann gleich oder morgen oder nächste Woche weiter, je nachdem, wann ich hier eine Lösung gefunden habe. Weil so groß ist es nicht. Und ich wüsste jetzt nicht, was ich jetzt hier noch übersehen habe. Aber ehe ich euch weiter 20 Minuten denselben Screen zeige, mache ich hier mal kurz Schluss. So, da bin ich wieder. Ich habe leider keine Info bekommen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir wirklich dieses Rätsel lösen müssen, ja, ich würde die nicht wissen, die Regeln, und kriegen sie erklärt, weil ich mit allem interagiert und ich weiß es sonst nicht. Ich weiß leider nicht, wie das zum Schluss aussieht. Ich habe eine große Ahnung, wo oben und unten ist, aber das wird jetzt dauern. Deshalb werde ich das für euch jetzt hier einfach mal vorspulen und wir kriegen danach hoffentlich irgendwie Decken oder so. Bis gleich.
Uff. Also ich bin echt für Schieberätsel zu begeistern, aber das hier ist echt furchtbar. Das macht überhaupt gar keinen Spaß. Also zum einen, man weiß überhaupt nicht, wie es aussehen soll zum Schluss. Es ist schon echt groß mit 4x4 Feldern. Das ist echt verdammt groß. Und jetzt schon, also ich meine, dass das hier eine Art Helm sein soll, das habe ich schon irgendwie erkannt. Aber der Helm hat für mich immer noch kein Unterteil. Es geht direkt in den Mantel über. Und das ist halt schon echt hart, dass das hier Füße sind. Das ist auch, finde ich, blöd zu erkennen. Man erkennt zwar diese Seite, man erkennt diese Seite, aber das ganze Zentrum ist irgendwie vollkommen unklar, meiner Meinung nach. Und ob das hier oben oder unten das Ende ist, oh. Und noch dazu, mal bewegst du ein Stück, mal zwei, mal legt die ganze Reihe. Es ist echt nicht schön. Ich hoffe einfach, wir bekommen jetzt unsere Decken und dann ist gut. Du hast es geschafft, wunderbar, hey, hey. Nichts! Gar nichts! Rück was raus! Irgendwie habe ich es trotzdem nicht verstanden. Aber trotzdem, danke für die Hilfe. Ich würde mich jetzt so gerne dankbar zeigen, aber ich habe leider nichts Besonderes bei mir. Hier, nimm einfach das hier. Altes Spiel, darauf kann ich nicht schlafen, Kollege. Was macht das? Eine alte Spio, ihr Klang lässt die Haare zu Berge stehen. Aha. Oh wow, das hat uns überhaupt nicht weitergeholfen. Ja, ich habe heute überhaupt keine Ahnung. Wir haben halt schon mit allem x-fach interagiert. Hier bekommen wir nichts ran. Weiß ich nicht, ob irgendjemand hier noch was Tolles zu sagen hat. Die wollen uns alle nicht helfen. Kannst du mir irgendwie aber helfen? Nein, ich bin kein Schreiner, schade. Aber ich kann euch ein paar Fälle geben. Was? Mit denen haben wir schon gesprochen. Dieses, oh, schade Gesicht habe ich schon zwei, dreimal gesehen. Aber ich kann dir ein paar Fälle geben. Die standen nicht auf der Liste und sind jetzt sozusagen... Was? Und sind jetzt sozusagen... Was ist denn das für ein Satz? Aber ich kann euch ein paar Fälle geben. Die standen nicht auf der Liste und sind jetzt sozusagen mir. Also wahrscheinlich gehören jetzt sozusagen mir. Was das bedeuten? Das ist einfach an Bord, wenn ihr an Land gehen. Wenn wir an Land gehen. Kein Problem. Oh Gott, habe ich mit dem wirklich nicht gequatscht? Ich könnte schwören, oder ist es bei jedem... Nee, dieses Schade, das habe ich doch schon gesehen. Egal, wir haben es jetzt. Habt ihr jetzt genug Material gesammelt? Ja, wir sollten alles haben, was man für sein Bett braucht. Na, dann lasst uns doch mal anfangen. Hier, also, dann zeigt mal, was ihr habt. Das Holz ist stabil, das Werkzeug brauchbar. Okay, zuerst fangen wir hier an, dann als nächstes... Fertig! Wow, das sieht richtig gut aus. Du machst nicht zufällig sowas beruflich? Nein, ich bin Ingenieur. Nein. Das, Ingenieur, was ist das? Sowas wie ein Handwerker, nur für komplexe metallene Apparaturen. Ingenieur ist ein angesehener Beruf bei uns Zwergen. Von gigantischen Hochöfen zu kleinen Uhren. Ingenieure entwickeln alles. Ganz recht. Wenn ihr mich nur entschuldigen würdet, ich würde gerne noch ein paar Worte mit dem Captain wechseln. Ein netter Mann war das. Wie wäre es, wenn wir nochmal hochgehen? Wenn wir nochmal hochgehen, so viel Wasser um einen herum sieht man sicher selten. Ja. Dieser Sonnenuntergang ist unglaublich. Wenn hier weniger Wasser wäre, dann wäre alles in Ordnung. Aber so? Du magst Wasser nicht wirklich, oder? Die meisten Zwerge mögen kein Wasser. Welcher Zwerg würde also freiwillig in ein Boot steigen? Du? Nicht wahr? Du wirkst niedergeschlagen, schon seit wir das Schloss verlassen haben. Du bist... Bist du immer wieder mit Seitdem wir das Schloss verlassen haben, bist du immer wieder mit deinen Gedanken ganz woanders. Hast du irgendwas auf den Herzen? Ich? Nein, es ist nichts. Der Gedanke, von so viel Wasser umgeben zu sein, war mir schon dort ein Grauen. Und jetzt ist es nicht viel besser. Aber Schiffe sinken selten. Du musst dir also keine Sorgen machen. Du weißt wirklich, wie man die Stimmung liest, oder nicht, Onairo? Danke, ich gebe mir Mühe. Ach, lass uns einfach wieder reingehen. Hier draußen wird es mir langsam zu kalt. Fio hat recht, hier draußen wird es langsam kalt. Ich bin dafür, dass Onairo als Belohnung das neue Bett einweihen darf. Deal! Mit wem? Na, alleine, wa? Scheiße. Ach so, ist doch direkt der neue Tag. Hier wäre noch ein Soundeffekt schön gewesen, dass man merkt, dass der Tag irgendwie zu Ende geht oder so, ne? Ein neuer Tag und nichts hat sich geändert. Wasser, Wasser und Überraschung, noch mehr Wasser. Hast du nicht gut geschlafen? Bei dem Auf und Ab, keine Chance.
Wenigstens riechst du besser als Oneiro. Ja, je. Okay. Gut geschlafen? Nein. Lass mich das bloß überspeichern. Das ist aber ganz schön neblig hier draußen. Das ist hier mitten auf der See vollkommen normal. Lass uns schnell wieder reingehen, Mist. Mir ist es hier draußen noch zu kalt. Ach komm, das bisschen Kälte wird dir schon nichts ausmachen. Eben, das macht wach. Oh, könnt ihr bitte mal irgendwas Spannendes passieren? Oh, was war da? Ob Sonne oder Nebel, meine Ware wird sicher ihr nächstes Ziel erreichen. Ja, ja. Bei dem Wetter draußen, wenn ihr nichts zu suchen habt, geht wieder rein. Ihr steht nur allen im Weg. Ja, ja, sind alle viel zu tun. Wie wäre es? Ein Rätsel habe ich noch. Und das im Nebel. Was soll denn das schon wieder sein? Alter, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ich weiß immer noch nicht ganz, was das eigentlich darstellen soll. Ich glaube, ich weiß nicht, ist es ein Bild der fliegenden Insel? Ist es eine dieser Luftschlangen? Keine Ahnung. Ich habe jetzt gefühlt 3 Stunden an diesem Schieberätsel gesessen. Gut, ehrlicherweise, ich bin kurz zwischendurch aufgestanden und habe gegen meine Wand geschlagen und sie angeschrien. Dieses Rätsel ist die Hölle. Also, ich bin sehr für Schieberätsel zu begeistern tatsächlich. Er macht das eigentlich ganz gerne. Aber die Tatsache, dass wir hier das Bild gar nicht kennen, auf was es eigentlich hinausläuft, also wirklich ich noch nie gesehen habe, wenn nur ganz kurz irgendwo mal, diese übertrieben glitschige Steuerung, also dass man immer mal wieder 2, 3 Steine mehr bewegt, die man gar nicht bewegen will, und dann beim Zurücksetzen hat auch schon wieder irgendwas sich bewegt und das ist ja total schrecklich. Ja, die ganze Sache noch im Nebel, was es auch nicht besser macht. Der Fakt, dass der freie Bereich jetzt oben rechts und nicht unten rechts ist, was auch nicht erwähnt wird, was auch mal total frech ist. Und doch dazu diese ständig loopende Musik, bei der ich jetzt immer gewaltbereit werde, sobald ich sie in Zukunft hören werde. Ja. Wow. Wow. Ich hoffe, wir kriegen jetzt irgendwas total Weltbewegendes.
Ich bin bedient. Ich bin total bedient. Und ich denke, ich werde in Zukunft die Finger von jeglichen Schieberätseln lassen, die mir in diesem Spiel begegnen. Ich mag Schieberätsel eigentlich sehr, aber ich spüre gerade abgrundtiefen Hass. Ich habe richtig Schmerzen und fange an, alle Schieberätsel, die ich in meinem vergangenen Leben bisher angefasst habe, rückwirkend zu hassen. Also das ist eine Zumutung. Wenn man wenigstens vorher kurz mal sehen würde, wie das Rätsel aussieht oder die Steuerung einigermaßen plausibel wäre oder man zumindest wüsste, was das darstellen soll von Beginn. Ja, das ist ja dermaßen absurd. Das ist Schikane auf höchster Ebene. Gut, es ist absolut optional. Muss man dazu sagen. Also ich hätte es ja nicht machen müssen. Ich hatte ja zu keinem Zeitpunkt die Not dazu. Jetzt fängt mein Greenscreen an zu krisseln. Egal. Ist halt so. Wir machen hier einen Cut, weil ich will nicht mehr. Nächstes Mal geht's wieder ein bisschen straightforward. Und ja, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß beim Zusehen, so wie ich beim Spielen. Fühlt sich zum ersten Mal komisch an, das zu sagen. Und sage bis zum nächsten Mal. Euer Modo. Macht das gut.